Ja, das ist doch nicht so schwer. Du musst die Pizza nur bringen bei der Tinsel Tower ganz oben. Findest du bei Quattro, weißt du? Das ist doch nicht so schwer. Das muss man doch können. Gut, mach's gut. Oh, ja, servus Jungs. Alles im grünen Bereich, oder was? Herzlich willkommen zum vierten Teil, beziehungsweise, ja, zum vierten Teil meiner Heist-Serie. Es ist dunkel. Ich werde jetzt gleich, ich habe mir eine Pizza bestellt, ich werde jetzt gleich die Jungs einladen und dann wollen wir mal loslegen mit dem vierten Teil. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, wir sehen uns gleich. Mario ist schon dabei, guck mal da. Wie geht das? Oh yeah. Habe ich direkt neben dir stand, also angenommen. Ich war schon. Der Mann im roten Anzug. Ah, Freunde, die GTA 5 spielen. Reicht, okay. Alles klar. Wilen. Hol Kraschkowski aus Bolingbrock. Bodentrupp nimmt den Transportbus. Das hatten wir ja eben schon mal, ne? Hatten wir ja eigentlich schon alles geklärt. Manu fliegt. Mario und Zalix räumen auf. Ich komme. Wir vergangen das erstmal schön. Ja, ja, natürlich. Bitte nicht die Chats abschießen, Herr Quattrone. Nicht. Zwischen nee. Den Pussy, den Pussy mit Nachtfahren oder was, gell? Ja. Wie viel habe ich jetzt denn gemacht? So, wie hört? Ja. So, keep him alive. Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful, then make your way to the rooftops. I'll get on the radio and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere discreet. After that, it's just a matter of getting your guy out of the clink and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus thief. Professor Reshkovsky takes control of the plane. The three of you on board take a jump. The professor's out of U.S. airspace and reunited with his precious car. Simple. Should be the easiest money you'll ever make. Da war doch jetzt gar nichts vom Helikopter. Oder habe ich das überlesen? Keine Ahnung, ich krieg Krebs, nur wenn ich mir die Hose von Manu angucke. Wow, wachst du auf mir rum? Gut, ihr müsst bereit drücken. Ja, aber ich bin mit der Verteilung noch nicht ganz einverstanden. Ich hab ja auch vorbezahlt, Kollege. Wie macht man das eigentlich? Ich bin aber noch von der Dings nicht einverstanden, von der Verteilung von den Rollen. Ach so, ja, stimmt. Sagen, ich bin jetzt auch Pilot. Wie kann man das? Mit dem Pfeiltasten nochmal. Du gehst drauf, dann drückst du. Auf. So? Ja, die Prozente noch, ne? Ich wollte irgendwas sagen, weißt du? Wie machen wir es 25 Stunden? Ja, das kommt. Egal. Ist mir doch wurscht, Kollege. 45.000. Hä? Kosten von 40.000. Danke. Bis 30%. Mach dir mal bereit.
finde, ich gehe voll durch als Gefängniswärter. Zeit ist, vielleicht hätten wir tauschen sollen. Der Sprengmeister kümmert sich um den herannahenden Transportbus. Du musst jetzt erstmal zu dem Gefängnisbus fahren, der auf dem Weg ist zum Gefängnis. Den musst du den Busfahrer töten und zerstören dann, wenn du am Flughafen bist. Und von da aus fährst du dann weiter zum Helikopter. Okay. Musst da 2-3 Leute töten und in den Helikopter einsteigen und losfliegen. Ja, wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Okay. Ja. Bereit. Alex? Achso, bereit, ja. Achso, ja, bereit, achso, ja, ich bin auch bereit. Alex und Mario müssen zusammenfahren. Alex, wir müssen zusammenfahren. Lass uns meinen Magen nehmen. Alex verprügelt erstmal Passanten. Noch ein Augenknacken. Ja, du bist voll in deiner Rolle, ich meine. Was denn jetzt? Was machen jetzt? Häftling hat versagt, weil er den Typen da verprügelt hat. Ich glaub das alles nicht. Oh, schön. Schneller Neustart. Sag mir Entschuldigung. Nein, das mach ich nicht. Ich gucke in den Rückspiegel, ist er da gerade auf so einen Passanten am Eintritt? Super. Oh Mann. Oh, Chaotenteam. Na, da kommen sie ja nochmal. Aber das, da kann ich ja nicht rausschneiden, das geht nicht. Das ist ja nie. Probieren wir nochmal, Felix, ja? Wow, jetzt steht meine Karre vorne, ich raste aus, ey. Nimm doch die andere. Ist doch egal. Nein. Fahr doch nicht einfach mit fremden Autos. Komm mal da hin. Was mache ich denn? Wo ist denn dieser blöde Bus jetzt? Ach, da oben. Aber da musst du ja gar nicht hin zum Bus, ne? Doch. Doch, doch. Dem anderen. Fange den, musst du den blauen da jetzt, ne? Leute töten. Ja, da haben wir unterschiedliche blaue. Ja, genau. Ihr nehmt ja einen anderen blauen, den wir vorher geholt haben, um das alles zu faken. Alles klar. Nee, davor auf jeden Fall Waffen kommen. Nein, zu dem Punkt im Bus. Achso, ja. Das geht dann weiter. Da kommt aber noch ein zweiter Punkt zu leider. Wenn ich eine Aussage, es ist dann besser gleich die 2-3-7 wieder um. Müssen wir uns auch kurz nochmal umdrehen, weil der oben auf dem Gelände wird dann wahrscheinlich schon auf uns runterballern. Ja, keine Ahnung. Die zwei da haben wir bisher gar nicht erschossen, ne? Okay, du den vorne, ich die zwei links, oder was?
mache, geh. Achso, der ist noch nicht drin. Ne, ich kann hier keine Waffen fallen lassen. Doch, jetzt hier. Komm. Achtung, über hinter dir. Über dir, da hinten und da steht einer. Ja, ich versuche bis zur Ecke zu kommen. Ich glaube, der ist tot. Du wieder vorgehen? Ja. Den rechts auf dem Turm am besten zwei Haus, oder? Achso, ich schon. Warum steht der denn wieder da? War doch tot. Wie seht ihr aus? Noch gut. Oh, fuck. Ich sag nichts mehr. Versuch dich nicht zu kratzen, wenn plötzlich eine Wache um die Ecke kommt. Was so, weil ich wollte dann doch hier nicht liegen. Okay, dann bleib stehen. Oh. Ja, über uns ist noch einer. Also oben. Bleib versteckt. Da hinter dem Container ist noch einer. Aber der kommt gerade nicht raus. Jetzt kommt er raus. Hinter mir! Hast du was neu? Warte mal, ich versuche mal was zu essen. Bevor du der Runde zu dem läufst, ja? Ja, ich bleib bestimmt. So, ich sitze im Heli. Ja, wir sind. So, Inventar. Tatsächlich, ich hab auch Snacks. Und schwerste Panzerung. Panzerung kann man ja auch nochmal anziehen. Ja, wow. Natürlich. Ah. Ja, wir versuchen hier halt alles ohne Probleme durchzukriegen. Ne? So, okay. Ist ja wie cheaten. Hätte dann natürlich auch schon beim ersten Mal klappen können. Sagt dann ja keiner. Geht's weiter? Ja. I'm on position. Hier unten noch keine Position gefunden, irgendwie richtig. Nee, ich auch nicht so. Hinter der Mauer so ein bisschen hocken, aber so wirklich bringt's das auch nicht. Oh shit, was habe ich gemacht? Dann bleibe ich lieber in Bewegung beim Schießen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und dann können wir die auch direkt schon im Laufen abballern da hinten. Was rennt denn noch vor, der Vollidiot? Den da oben auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer steht eine kleine Wanze.
Schaut euch mal die Wanze an. Die Klammern steht zurück. Oh nee, darf ich nicht. Oh. Auf der Mauer, auf der Lauer. Ist eine kleine Wanze. Könnt ihr mal bitte sterben? Ich habe keine Rüstungen mehr. Jetzt mal bitte alle sterben da hinten. Einer von Lepp ist wieder tot. Wow, der Raschkowski, der gibt sich auch richtig Mühe beim Schießen. Oh, hier ist ein Halsbeck. Da gibt's Bullentum bei euch vor der Tür. Soll ich die wegmachen? Kann nicht schaden, ne? Und wenn da nicht irgendwas raus, steht. Also nicht, weil die lange Weile hat. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Ich bin mir auch nicht sicher. Geh und hol auch an Sprosky ab. Muss man ihn jetzt mit dem Bus abholen, oder was? Ich jetzt. Was? Mach keinen Teil, also. Nimm zu ein gepanzertes Polizeifahrzeug. Steht kein gepanzertes Polizeifahrzeug. Vor der Tür, meine ich, steht eins. Ach so, vor der Tür. Okay, müssen wir jetzt zu Fuß mit dem raus, oder was? Ich dachte, wir müssen mit dem Gefängniswagen raus. Okay. Ja, bis zu dem Polizeifahrzeug. Okay, jetzt Alex, dann brauchen wir doch einen Bus. Ein Bus? Bis zu dem Polizeifahrzeug sollen wir mit dem Bus fahren und dann ein Polizeifahrzeug nehmen. Okay. Hey, Quatsch, komm her. Ich schon, hier, ja, ist ein, hier ist ein Auto, hier ist ein ja. Auto, da rein, komm. Das dauert jetzt genauso lange, als wäre ich ins Auto eingestiegen. Moment. Ich bin jetzt halt wieder hinten beim Bus. Ich lauf und lauf und lauf. Und laufe immer weiter. Ganz, ganz heiter. Ein kleiner Huster. Ich brauch dann aber kurz, bis ich da bin. Ne? Achso, das ist ja irgendwo sonst so. Wow, ich muss jetzt hinten einsteigen wie ein Tier oder was? Aufschießen, da vorne sind ein Haufen Polizisten, glaube ich. Ich kann nur nach hinten schießen. Ich sitze da hinten drin. Einfach Gas, durch da. The jets have gone offline. Hey, looks like the ground team have action the evac. Pilot. So, ich komme von der Stadt, dauert kurz bis ich da bin. Wir müssen auf den Flugplatz. So ein Flugfeld, aber noch nicht aussteigen, wenn ihr da seid. Ich verstehe euch nicht, wenn ihr alle gleichzeitig redet. Spiele den Flugplatz bitte mal. Hoch da. Ich hol euch die Helikopter vom Hals. Warte. Das wäre nett. Wenn ich sie dann sehen würde, wo sind sie denn? Drei Stück hinter uns. Ja, ich weiß, aber. Nummer eins. Dann will ich mich auf die Autos konzentrieren. Ja, die ja. Helis, die schießen auf mich. Scheiße, ich muss was essen. Sagt einem auch keiner, dass man die Animation gar nicht abwarten braucht. Ich finde hier die ganze Zeit wertvolle Zeit, weil ich warte, bis er die aufgegessen hat, ist nichts. Komm! Nur nicht da, also ganz ruhig. Ich hoffe, wir sind jetzt gerade angekommen. Drehen noch ein paar Runden. Oho, da kommen die Raketen nicht los. Ja, die kommen von mir, aber die sollten eigentlich den Helikopter treffen, der da hinter euch ist. Ja, aber irgendwie sind die zu blöd. Kein Problem, kein Problem. Ich stehe, Tür ist offen, wenn ihr auf der Seite, wo ihr fahrt, ist die Tür offen. Müssen wir da beide einsteigen? Oder alle? Ja, ihr zwei, Schrauzi, steigt auf der rechten Seite. Jetzt müssen, ja, beide. Nicht an den Rotor langlaufen. Nicht an den Rotor langlaufen. Go, go, go.
Achtung, Steine. 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 Du musst nur noch gucken. Oh, da, die Hände kaputt gegangen. Ich mache hier erstmal meine Bankgeschäfte, ne? Gute Arbeit, gute Arbeit. Ja, würde mal Zeit hat der Mike auch mal was tun. Manu heißt er, ne? Ach ja. Manu heißt er. So, der kann wieder nicht reden, ne? Weil er gerade fliegt. Alles nicht so einfach. Ich muss jetzt echt langsam die Cops abschütteln. Das ist jetzt echt langsam gefährlich hier. Bisschen Stress machen. Müssen wir jetzt nicht noch irgendwie mit Fallschirm und so raus? Ja. Mit der linken Maustaste geht der Fallschirm übrigens auf. Das ist wichtig. Und am besten im Wasser landen. Der linken Maus, das geht der falsche Maus, aber wir müssen erst runter. Falkling. Shift? Shift, ja. Da war doch was mit Shift irgendwie drücke, aber dann musst du irgendwie nicht mehr nach vorne. Also vorne kannst du dann vergessen, sondern nur S, Shift. Shift und S. Genau, irgend sowas war das, ja, genau. Oh ja, ist schon. Und nicht in den Rotoren. Nein. Okay, jetzt Alex ist gestorben. Vergiss ihn. Leg los. Kommt er doch gelaufen. Nein, vergiss ihn. Im durchgeschwitzte Hemd. Das ist ja batschnass geschwitzt hier. We did it. Das sind doch verdammte Maschinen. Aber sowas von. Wäre das nicht fürs Video spannender gewesen, wenn du ins Gefängnis angebrochen wärst? Ja, das wäre durchaus spannender gewesen. Ich habe mich versucht, irgendwo in der Nähe zu halten, dass ich eventuell mit der Kamera mal draufhalten kann, aber ich glaube, ihr seid da nicht zu sehen. Das ist zu weit. Habe ich? Achso, tatsächlich. Ich habe keinen gelben Punkt. Soll ich vielleicht auch hinfliegen, ja? Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich muss eh über das Ding hier, über den Berg. Das ist immer scheiße. Warum? Wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen, mitten rein so einen Berg zu zimmern? Das ist doch scheiße. Der liebe Tag? Nee, der war's nicht. Ich weiß. Was? Oh, oder was? Nö, nix so. Was denn jetzt? Absturz. Oh, ich dachte gerade. Das wäre jetzt lustig. Raubüberfall bestanden, ich freue mich.
Das hast du. Das hast du verdient. Manu, darf ich es von dir auch nochmal hören? Das ist sowas von verdient. Ich kann mich nicht überzeugen. Levelaufstieg. Los, Freunde. Mein Glas ist leer. Mein Glas ist leer. Egal, aber ich stoß mal mit an. Ich glaube. Für $125,000 haben die ganz schön viel Wind gemacht. Ne? Ja, allerdings, allerdings. Aber es war schön. Ach, Wischi. Bei mir ist alles ein bisschen verschwommen. Lass mal einen trinken, oder was? Nee, erstmal überweisen. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, so schlecht ist es doch gar nicht gelaufen, mal ganz ehrlich. Ja, ich hätte vielleicht mit reingehen sollen ins Gefängnis, das wäre vielleicht für die Aufnahme wirklich besser gewesen. Habe ich vorher nicht dran gedacht. Werden wir vielleicht beim nächsten Mal dann überlegen, wenn sowas wieder ansteht. Ansonsten habe ich ein Stück von meinem Helikopterflug in der Mitte rausgeschnitten, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, weil es einfach, ja, Weltrekord im Stillstandflug oder wie man das nennt, egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Es war wunderschön, dass ihr dabei wart. Es wird mich extrem freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Und bis dahin würde ich sagen, halt die Ohren steif, bleibt gesund und ja.